Haben wir keine Taschenlampe? Ich werde ihre Frau töten. Fuck, jetzt ist tatsächlich Nacht. Drück doch noch mal den Klicker, Alan. Den Klicker! Wofür hast du ihn denn? Dachte, es wäre eine neue Seite, aber nee, die haben wir schon. Das war so klar. Na. Rein mit dir. Die habe ich wohl nur gestreift. Ist ganz schön nebelig. Oh, na toll. Oh, na toll. Aber eigentlich will ich hier erst aussteigen. Der Motor summt so schön. Ich habe nur das Gefühl, dass es keine gute Idee ist, hier rumzulaufen. Ist das hier ein Motel? Ja, sieht so aus. Das Majestic Motel. Allgemeine Informationen. Bei allen Reservierungen fällt eine rückzahlbare Kaution von $100 an. Wir akzeptieren alle führenden Kredit- und EC-Karten. Keine Schecks. Die Zimmer sind bei der Abreise bis 10 Uhr zu verlassen. Keine laute Musik, keine Haustiere. Ein Fahrzeug pro Wohneinheit. Hauseigene Anlagen sind nur den Gästen vorbehalten. Keine Besucher nach 21 Uhr. Keine Ausnahmen. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt im Majestic. Beachten Sie auch unsere Rabatte für Senioren und Veteranen. Ach, und noch eine Manuskriptseite. Oh, die haben wir noch nicht. Die. Was? The Poet and the Muse. Text von All Gods of Asgard, erste Strophe. Die alte Sage spricht rätselhaft von Tom dem Dichter und seiner Muse, die schön war wie Lichter, und einem verzauberten See, der sie gebar, die Worte vom Dichter. Die Muse, sie war sein Glück und reimte über die Gnade, die ihnen zuteil, und erzählte von Schätzen tief unter den schwarzen Wellen. Bis eines Morgens das Licht die Welt noch nicht konnt erhellen, die Muse ging ins Wasser, sank und ertrank. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen vorgegriffen. Ist ja nicht schlimm. War ja nur ein Songtext. Ich glaube, ich gehe. Tschüss. Macht's gut. War schön bei euch.
Kundschaft. Moment, ich glaube, ich muss ein bisschen Anlauf nehmen. Sonst schiebe ich die nur auf die Seite. Huch, wo sind sie denn jetzt hin? So, da haben wir unseren Kontrollpunkt. Jetzt gucke ich nur gerade auf die Uhr. Nee, komm, dann spielen wir noch einen Kontrollpunkt. Einen haben wir noch. Oh oh. Ja, ja, ich weiß. Brauchst du mir nicht zweimal zeigen. Jetzt lauf! Fuck! Shit! Nein! Na, verflucht! Komm, mach nicht lang rum. Wow, shit. Was? Scheiße, machen die ihnen Schaden. Das habe ich nicht gedacht. Puh, das heißt am ehesten vielleicht doch nicht einfach sinnlos durchrennen, sondern eher so ein bisschen bedacht. Ja, und die Leuchtfackel ist eine gute Idee. Die werde ich diesmal auch benutzen. Shit. Boah, ein so ein Ding macht mich ja fast weg. Das kann aber nicht euer Ernst sein, oder? Hallo? Hm. Ich sehe schon, ich glaube, wir kommen in dieser Aufnahme nicht mehr über diesen Kontrollpunkt hinaus. Oh. Oh, guck mal, eine Leuchtfackel. Die haben wir noch nie da gefunden. Das ist auch nicht so richtig, was ich machen soll. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch ein bisschen hier stehen bleiben, um mein Leben zu regenerieren. Was zum Teufel? So.
Ja, komm, jetzt fall da runter. Gute Idee. Oh oh. Nein, lieber Kühlschrank. Gut. Sehr gut. Jetzt einfach langsam weiter. So ist keine Hektik. Alles ist gut. So. Okay, das könnte jetzt zum Problem werden. Au! Ah, der Kühlschrank des Todes ist immer noch hinter mir her. Nein. Fuck. Hallo? Komm, fang! Fick dich! Scheiße, was soll ich denn gegen den machen? Ich kann ihm doch überhaupt nicht ausweichen. Ach, jetzt... Also sorry, da hätten sie doch noch irgendwo einen scheiß Kontrollpunkt einbauen können. Arschkrampen. Nein, ich reg mich nicht auf. So. Taschenlampe lädt auf. Scheiß Drecksreifen. Komm, Kühlschrank. Come at me, Bro. Au. So. Moment, ich warte jetzt hier kurz. Ich wäre ein Idiot, wenn ich es nicht machen würde. Zumindest um die Taschenlampe noch ein bisschen aufzuladen. Shit, der Kühlschrank kommt ja auch gleich wieder auf mich zu. Ah, nein! Richtig. So. Station 1. Ja, Reifen, ich weiß, dass du mich nicht magst. So, Kühlschrank Nummer 1. Sehr schön. So. Kurz Batterie rein. Jetzt ist die Frage... Oh, eine Errungenschaft. Aufgeladen. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit dem blöden Kühlschrank da vorne? Muss halt aufpassen, dass der nicht runterstößt.
Gut. So, was mache ich mit dem blöden Traktor da hinten? Mit dem blöden... Oh. Fuck. Was mache ich mit dem blöden Bagger da hinten? Was? Ah, da hinten ist ein Reifen. Ein Reifen auf Crack, so wie es aussieht. Wo ist das andere? Da ist es. So. So. Oh, da ist ja auch noch einer. Shit. So. Bevor ich mich jetzt aber hier mit dem Fettsack da anlege, werde ich mich definitiv kurz regenerieren lassen. Und wie geht's euch so? Ist euch klar, dass wir jetzt seit gut 10 Minuten an dieser Stelle hängen? Wahnsinn, oder? Ich bin gerade am überlegen, nehme ich die Blendgranaten oder soll ich lieber die Dinger hier nehmen gegen den Bagger? Puh. Wahrscheinlich ist es auch das Beste, wenn ich mich irgendwie nämlich hin und her bewege oder so. Okay, komm, probieren wir es. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, mache ich eine Aufnahmepause. Das glaube ich ganz gut. So. Ich freue mich auch. Ohne Scheiße, es ist aber Ruhe, ja? Keine Lust mehr. Wir haben den Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön. Wunderbar. Nach so viel Action endlich eine Aufnahmepause. Ich danke fürs Zuschauen und bis in spätestens 2 Tagen.